So, hier machen wir dann mal ein Stückchen Graniten und hier auch mal ein bisschen Graniten. So. Wir sollten es mal hinlegen. Okay, wunderbar. Seid ihr weg? Ich meine, irgendwann die spawnen die ja auch. Nein, sie sind nicht weg. Sie haben da so getan. So, da könnte man direkt ein Kobel einsetzen, sieht man nachher nicht. Das sieht mir gar nicht aus. Fenster davor, wo ist jetzt das Fenster? Da. So, das wird dann solider Diorit. Und hier kommt dann die Wand zur Höhle hin. Da muss ich noch sehen, wie ich das mache. Dass ich mich da selber in die Luft sprenge. Und hier machen wir jetzt mal erstmal diese Umrandung hier. So, dann haben wir jetzt erstmal hier das soweit alles fertig. Ei, das sieht ja schon mal richtig toll aus. Also das wird schon eine schöne Wohnung. Hier noch ein bisschen abgraben. So, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ab und zu lassen die Nachbarn sich mal auf den Boden fallen. So hört sich das immer an. Ich weiß nicht, was sie da machen. Ist wahrscheinlich keine Absicht, aber ob das jetzt hier rausgekommen ist durchs Let's Play. Deswegen mache ich auch meine Aufnahmen meistens in der Nacht. Da passiert sowas nicht. Jetzt am Abend ist das natürlich schon eher drin. So, da haben wir noch mal eine. Ach, was mache ich so viel? Eine Spitzhacke. Die werden wir noch aufbrauchen, indem wir hier einiges aushöhlen. Und dann denke ich mal, war es das auch für heute. Und dann weiß ich nicht, wie viele Folgen ich daraus gekriegt habe, aber ich bin sicher, das sind etliche Folgen. Und wir haben auch viel gemacht. Wir sind ein bisschen herumgeguckt in der Landschaft. So, hier könnte man ja hier das Treppenhaus nach oben weiter bauen. Dass man hier eine Etage oben drüber noch macht. Also wir haben ja jetzt hier eine Treppe nach unten. Dann machen wir hier eine Treppe nach oben. Das ist einfach nur Deko, weil wir hier oben ja natürlich nichts finden.
an irgendwelchem besonderen Zeug. Aber dennoch Treppenstufen, nein. Wir können übrigens auch mal wieder runtergehen. Nochmal für den Rest. Also hier geht es dann hoch. Ja. Machen wir mal eben. Hier noch so ein paar Treppen. Wird also dann nach oben gehen und dann machen wir hier oben sozusagen dann noch Räumchen, so eine Art Balustrade, wo man dann hier rausguckt, vielleicht machen wir dann dazu. Also das machen wir schon richtig hübsch. Ihr wisst ja, wie das ist bei meinen Hardcore Sachen, da wird es gar nicht so viel. Was ist das? Ach, ich dachte noch ein Stück Fleisch rum, nein. So, dann gehen wir mal wieder runter. Hier ist die Höhle, die wir geschickt umschifft haben. So, sind wir denn schon auf F3? Auf welcher Höhe sind wir denn? Auf der Höhe 24. Wir müssen noch ein bisschen warten, bis wir unten angekommen sind. Sagen wir mal so auf Höhe 10, wo es ja dann so langsam mit den Diamanten anfängt. Ich weiß, da gibt es unterschiedliche Meinungen, wo man die meisten Diamanten findet, aber zwischen 0 und 12 sind wir auf jeden Fall in einer gleichmäßigen Verteilung, wie man das in der Wikipedia nachlesen kann. Ah ja. Und da haben wir doch tatsächlich wieder Eisen. So. Sind doch keine Monster, überraschenderweise. Gefällt mir natürlich sehr gut. Weil das auch alles ausgeleuchtet ist durch die Lava, ist das so eine Art. Da ist ja so eine Art Schlucht. Ach, stimmt ja, wir hatten ja hier eine Schlucht auf der Insel. Stimmt, die habe ich ja bei Cedric im Video gesehen. Okay, dann haben wir das jetzt hier von der Seite angebuddelt. Wo ist mein Ausgang? Hilfe! Ja. Ah. Sperre hin, da kommen die ja nicht drüber. So, genau. Dann ist das hier diese scharfe Höhle und dann haben wir hier noch mehr Diorit. Nehmen wir gleich mal. Diorit können wir immer gut gebrauchen. Nehmen wir den Diorit mal mit. Die Spitzhacke auf hier, um den Diorit mitzunehmen. Ja.
So, prima. Alles mal ausleuchten. Wieder nach oben. Hier ist auch noch die Riet in der Wand. Also die Riet haben wir genug. Ich glaube, da können wir mit der Einrichtung hier von dem... Es wird auch schon wieder dunkel. Dann werden wir mal... schnell unser Eisen brutzeln. Grübel, Kratz, Kratz. Tja. Und den Diorit. Einmal polieren. Und dann die Hälfte davon oder ein bisschen mehr als so. Ich höre jetzt gar keine Monster mehr hier. Schade, sind die Monster noch da? Birkenholzbretter, wir haben ja noch genug Zeugs eigentlich immer noch zur Verfügung. So. Okay, jetzt da ist es. Ich wollte eigentlich ja nur die Spitzhacke aufbrauchen. Aber mir ist jetzt noch schnell was eingefallen. Nicht mehr genug dafür. Das heißt, das können wir dann auch nächstes Mal machen, aber da warten wir mal, bis wir alle 8 haben. Wir haben sie schon. So. Nein. Wie geht denn das? Wie geht denn das? Karte. Wie mache ich eine Karte? Gute Frage. Da gucke ich mal im Wiki nach. Könnt's mir natürlich auch reinschreiben, aber ich glaube, bis ich die nächste Aufnahme mache, habe ich dann im Wiki nachgeguckt. Man macht das hier jetzt nicht alle Tage. So ein Dingenskirchen hier. Das die Werkbank nehme ich mal mit. Die Treppen mache ich für unten. Ja, dann sage ich mal so, das ist jetzt auch schon inzwischen fast 23 Uhr. Ich sag mal, wir machen mal Schluss für heute. Tschüss und bye bye. Lava blubbert. Wo blubbert denn hier die Lava? Schritte. Lava blubbert. Das muss irgendwo oben sein. Oder in der Schlucht. Also, macht's gut, Leute. Mir gefällt das hier mit dem Räumchen. Hier machen wir noch eine obere Etage drüber. Mit ein bisschen, nicht Pergola, wie heißt das? Kommt es nicht auf den Namen. Und Pergola ist was anderes. Keine Ahnung. Macht's gut. Tschüss und bye bye. Euer Norbert vom Kanal Opa spielt. Bis zum nächsten Mal.